mit unserer Aktion Wer rastet, der rostet haben wir Seniorinnen ab 60 aufgerufen, sich bei uns zu bewerben mit Fotos, die sie in Bewegung und beim Sport machen zeigen. Bei dem Sport, der sie selber begeistert und mit dem sie auch andere Leute begeistern wollen. Und wir haben über 200 Bewerber bekommen, hatten Schwierigkeiten auszusuchen, wen wir jetzt aussuchen sollen, weil so viele tolle Sachen dabei waren, die gezeigt haben, wie beweglich und wie bewegt Menschen auch noch ab 60, 70, 80 sind. Jetzt haben wir es aber geschafft, haben 12 Leute ausgesucht und diese 12 werden jetzt von Herrn Carsten Tormehlen porträtiert. Wir nehmen ein kleines Video auf. Und danach werden alle 12 nochmal eingeladen zum Seniorentag in Hannover Ende November. Ich sag immer, ihr müsst das machen, was euch Spaß macht. Sieger wirst du erst, wenn du die Ziellinie überschritten hast. Es hat Spaß gemacht. Ich habe gelernt zu verlieren und mit der Niederlage ordentlich umzugehen. Hauptsache, der Spaß am Sport bleibt mir erhalten. Ich gebe zu, ich bin 6,5 Jahre an 2 Krücken gegangen. Und dann hatte ich einen sehr motivierenden jungen Orthopäden, der hat mir gesagt, Sie kriegen die Krücken weg, wenn Sie mindestens 3-mal die Woche 2 Stunden ins Fitnessstudio gehen. Und ich bin mit den Krücken rein und ohne Krücken raus. Dass ich mir vorgenommen habe, egal was in meinem Leben kommt, dass es sich lohnt, sich aufzuraffen. Und wenn es irgendwann nur noch dieser kleine Finger ist, den ich bewegen kann, werde ich hoffentlich immer bereit sein, das zu tun, weil ich an mir diese positive Kraft spüre. Also ich denke, dass wenn man so ein Rezept weitergeben könnte, wäre es eigentlich wichtig, dass die Leute sich nicht einschränken, in sich selbst einschränken und zu viel reden oder zu viel hören, was geredet wird, sondern auch wirklich einen Maßstab in sich selbst zu haben, Werte zu haben, die man hochhalten möchte. Werte zu vermitteln, heute noch den Jüngeren, das ist meine Aufgabe, meine Pflicht. Und vor allem andere zu zeigen, es ist nie zu spät, etwas zu tun. Einfach sagen, ich habe was getan, ich habe was getan. Und man merkt auch, dass es wird wie eine Medizin. Ich nehme zum Beispiel keine Medikamente. Sorge dafür, dass du alltagstauglich wirst. Alltagstauglich. Versauer nicht vorm PC, sondern gucke, dass du motorisch, dass du von der Koordination her, dass du von der Athletik her, von der Ausdauer her, guck, dass du da ein gutes Level erreichst. Aber alle, mit denen ich hier zu tun habe, auch beim Eishockey, die gehen alle zufrieden anschließend nach Hause. Die sagen, war das heute wieder toll. Die gehen glücklich nach Hause. Und ich hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre machen kann. Ich habe nie irgendwas gehabt. Ja. Ich kenne überhaupt keinen Muskelkater. Beim Sportfechten ist es so, das ist zwar sehr anspruchsvoll, aber das geht alles so schnell. Ein Zuschauer, der nicht viel davon versteht, sieht nicht viel. Ansonsten ist szenisches Fechten Theaterfechten, bekannt aus Filmen. Und das ist ja eigentlich das Fechten, was die Menschen mehr interessiert. Und schnelle Drehungen sind auch ausgelassen. Also 2-mal drehen kann auch nicht jeder mehr. Wir haben ja auch Menschen von über 90 dabei. Und da muss man halt gewisse Rücksichten nehmen. Aber wer laufen kann, kann tanzen, sage ich immer. Tanzen ist das beste Gedächtnistraining. Ich habe selber das Klettern erst verhältnismäßig spät, etwa Anfang 40 angefangen. Bin Physiotherapeutin, spezialisiert auf die Behandlung von Kindern mit Behinderung. Und habe auch da gemerkt, Therapie kann nicht alles sein. Es muss auch noch was anderes geben. Also für die Behinderten ist es so, dass sie Sachen vollbringen können, die sie nie geglaubt hätten. Der Lohn ist wirklich eine unglaubliche körperliche und mentale Fitness. Und das macht das Leben einfach weiterhin schön. Man merkt nicht so wirklich, dass man älter wird. Also ich habe einen Freund und der hat in seiner unnachahmlichen Art immer gesagt, Harald, du musst was machen. Die gesamte Via Baltica, dann weiter noch in den Süden, sodass wir bis jetzt ungefähr 2000 Kilometer auf Jakobswegen durch Deutschland gelaufen sind. Wir machen es einfach an
Freude an der Bewegung. So, Goethe hat ja auch schon mal gesagt, nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.